Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staatsrecht 1. Wir kommen langsam aber sicher wirklich zum Ende und heute möchte ich mit euch zunächst einmal die Verfahrensarten von dem Bundesverfassungsgericht besprechen und dann die abstrakte Normenkontrolle angehen. Zunächst einmal, welche Verfahrensarten gibt es vor dem Bundesverfassungsgericht? Das haben wir in der letzten Folge schon mal angeschnitten. Wir haben dann die abstrakte Normenkontrolle, die konkrete Normenkontrolle, den Bund-Länder-Streit, das Organstreitverfahren und die Verfassungsbeschwerde. Es gibt noch ein paar mehr Verfahren, zum Beispiel für Parteienverbote, aber die sind für uns ziemlich unrelevant, weil die sehr, sehr selten vorkommen. Für uns sind diese fünf am relevantesten. Und wie ihr seht, habe ich vier davon blau markiert und eins rot. Warum habe ich das getan? Ganz einfach aus folgendem Grund, dass die ersten vier zum Staatsrecht 1 gehören, dann müsste ein 1 hin, Staatsrecht 1, Staatsorganisationsrecht. Die Verfassungsbeschwerde, die gehört zum Staatsrecht 2, zu den Grundrechten. Das heißt also, für uns sind nur die ersten vier relevant. Die Verfassungsbeschwerde, die wird für uns erst, wenn wir Staatsrecht 2 Grundrechte durchgehen, relevant. Und zu beachten ist hierbei auch vor allem, dass die Verfassungsbeschwerde für jedermann ist. Das heißt, jeder Staatsbürger kann eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Das ist bei den anderen vier nicht möglich. Bei den anderen vier ist es so, dass nur bestimmte Organe, meistens Bundes- oder Landesorgane, oder was heißt meistens nur Bundes- oder Landesorgane oder Gerichte, können hier eine Klage erheben. Also nur die können einen Antrag stellen, dass ein solches Verfahren eingeleitet wird. Das gilt sowohl für die abstrakte Normkontrolle, als auch für die konkrete Normkontrolle, als auch für den Bund-Länder-Streit, als auch für das Organstreitverfahren. Okay? Und die behandeln wir im Staatsorganisationsrecht. Verfassungsbeschwerde, die müsst ihr für Staatsrecht 1, Staatsorganisationsrecht, eigentlich nicht lernen. Also da, nein, müsst ihr dafür nicht lernen. So. Das nur ein kurzer Überblick, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir fangen an mit Nummer 1, Arabisch 1, die abstrakte Normkontrolle. Und jetzt kommen diese ganzen Paragraphenketten. Die abstrakte Normkontrolle ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 Grundgesetz und aus den Paragraphen 13 Nummer 6 und 76 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Eine kurze Anmerkung zu diesen Paragraphenketten. In Artikel 93 Grundgesetz finden wir grundsätzlich alle Verfahrensarten. Da müssen wir halt uns nur merken, was zu was gehört. Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 ist und Nummer 2a ist die abstrakte Normenkontrolle. So, der Rest, der im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt ist, ja, das müsst ihr euch einfach nur merken. Im Endeffekt, ja, man hat das relativ schnell drin, wenn man es ein paar Mal gelesen hat, dann hat man das drin. Lest euch durch, was da drin steht, damit ihr wisst, wo ihr die einzelnen Normen findet für die jeweilige Verfahrensart und dann habt ihr damit auch gar keine Probleme mehr. Ich möchte jetzt direkt zum Prüfungsschema übergehen, damit ihr auch seht, wann prüfe ich eine abstrakte Normenkontrolle, wann prüfe ich einen Bund-Länder-Streit und wann prüfe ich ein Organstreitverfahren. Und das kann man meistens ziemlich leicht daran erkennen, wer Antragsteller ist. In jeder Prüfung haben wir jetzt die Zulässigkeit und die Begründetheit. Das heißt also, der Antrag müsste zulässig und begründet sein. Wenn der Antrag zulässig und begründet ist, dann bedeutet das, dass der Antrag ja, durchgekommen ist und dass ein Verstoß vorliegt. Wenn der Antrag jedoch unzulässig oder unbegründet ist, dann ist es so, dass der Antrag nicht durchkommt und das jeweilige Gesetz oder der jeweilige Beschluss bleibt bestehen. Das kann man sich so im Hinterkopf erstmal behalten. Das heißt, wir haben immer Zulässigkeit und Begründetheit und wir schreiben immer als Obersatz, der Antrag bzw. die abstrakte Normenkontrolle müsste im konkreten Falle erstens zulässig und zweitens begründet sein. Zulässigkeit. Was prüfen wir bei der Zulässigkeit? Da haben wir fünf Prüfungspunkte regelmäßig. Der erste Prüfungspunkt ist die Zuständigkeit, der ist in den wenigsten Fällen streitig. Da müsst ihr ganz einfach nur erwähnen, woher sich die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts
für die jeweilige Verfahrensart, in unserem Fall die abstrakte Normkontrolle, ergibt. Woher ergibt sich diese Zuständigkeit? Die Zuständigkeit ergibt sich regelmäßig aus Artikel 93, in unserem Fall aus Artikel 93 bis 1 Nummer 2 Grundgesetz. Das schreibt ihr ganz schnell, das schreibt ihr einfach nur kurz auf, dass sich die Zuständigkeit daraus ergibt. Dann kommt die Antragsberechtigung und jetzt wird es schon für uns persönlich sehr viel interessanter. Das heißt, wer ist im Falle der abstrakten Normkontrolle antragsberechtigt? Welche Organe sind antragsberechtigt? Das ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 auch wieder. Und das sind in diesem Falle die Bundesregierung, die Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Das gleiche könnt ihr übrigens auch in Paragraph 76 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nachlesen, falls euch das nochmal interessiert, da steht genau das gleiche drin. So, eine kurze Anmerkung noch. Wenn da jetzt steht Bundesregierung, dann ist damit nicht gemeint, dass nur der Bundeskanzler oder ein einzelner Bundesminister so einen Antrag stellen kann. Nein, der Antrag muss von allen zusammen in der Bundesregierung und auch in der Landesregierung erfolgen. Das heißt also, Bundeskanzler und Bundesminister müssten einen Antrag stellen. Nur damit ihr da Bescheid wisst, der Bundeskanzler alleine kann nicht diesen Antrag stellen. So, das ist die Antragsberechtigung. Ja, merkt euch das einfach, Bundesregierung, Landesregierung oder ein Viertel, also 25% des Bundestages, natürlich wird das alles in einer Abstimmung dann beschlossen. Dann der Antragsgegenstand. Das heißt, was für ein Gegenstand wird im Antrag sozusagen angekreidet? Das heißt, welcher Antragsgegenstand kann oder darf vorliegen? Antragsgegenstand bei der abstrakten Normenkontrolle ist grundsätzlich immer Bundesrecht oder Landesrecht. Ja, und zwar jedwedes Bundes- oder Landesrecht. Eine Voraussetzung gibt es natürlich, dass das Gesetz bereits verkündet worden sein muss. Es gibt hierzu auch ein paar Ausnahmen im Völkerrecht. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Völkerrecht ist für uns komplett irrelevant erstmal. Und das ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 Grundgesetz und 76 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das heißt, Antragsgegenstand kann jedes Bundesrecht oder Landesrecht sein. Ja, das kann man sehr, sehr schnell durchprüfen. Da müsst ihr gar nicht lange überlegen. Bundesrecht, Landesrecht liegt fast immer vor. Kommen wir zur Antragsbefugnis. Das heißt, wann ist der Antragsteller befugt, einen solchen Antrag zu stellen? Und das ist dann der Fall nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 Grundgesetz, wenn Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel über die förmliche oder sachliche Vereinbarkeit vom Bundes- oder Landesrecht mit dem Grundgesetz oder von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht vorliegt. Das heißt also, sobald der Antragsteller, in diesem Fall der Bundesregierung, Landesregierung oder ein Viertel des Bundestages, sich denkt, ach ja, ich bin mir jetzt, wir sind uns jetzt gerade nicht ganz sicher, ob dieses Gesetz, ganz egal ob Bundesgesetz oder Landesgesetz, ob dieses Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ob dieses Gesetz mit Bundesrecht vereinbar ist, das wäre ein Antragsbefugnis, wenn Meinungsverschiedenheit oder ein Zweifel besteht. Ganz einfach, auch kann man auch sehr, sehr schnell durchprüfen. Man muss natürlich genau sein bei der Prüfung, deshalb werde ich wahrscheinlich im nächsten Video einen Fall raushauen, denn sonst habt ihr natürlich jetzt, es ist problematisch, das alles so theoretisch zu lernen. Man muss es auch praktisch anwenden. Wenn man es praktisch anwendet, dann kommt wirklich erst die Übung ins Spiel rein. Und die Übung ins Spiel rein. Dann kommt erst, dann lernt ihr erst richtig, wie man es macht. In der nächsten Folge werde ich höchstwahrscheinlich einen Fall machen. Versprochen. So. Fristform. Fristform, ja, ist hier nicht wirklich problematisch. Frist gibt es bei der abstrakten Normkontrolle nicht. Das heißt, die abstrakte Normkontrolle unterliegt keiner Frist. Die Form richtet sich nach § 23 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und dort ist grundsätzlich Schriftform vorausgesetzt und der Antrag muss eine Begründung haben. Aber das ist, da müssen wir keine großen Worte zu verlieren. Das wäre die Zuständigkeit. Wenn alle Punkte vorliegen, dann ist der Antrag zulässig. Das wird den Antragsteller freuen, dass der Antrag zulässig ist. Nun muss der Antrag jetzt auch noch begründet sein. Wenn der Antrag nicht begründet ist, dann ja, kommt der Antrag natürlich nicht durch. So,
Wann ist denn jetzt so ein Antrag begründet? Begründet ist die abstrakte Normkontrolle, wenn die Norm, also Bundesrecht oder Landesrecht, je nachdem, was Antragsgegenstand ist, wenn die angekreidete Norm gegen höherrangiges Recht verstößt, also entweder gegen Grundgesetz oder gegen Bundesgesetze. Es ist nun grundsätzlich eine Prüfung des betreffenden Gesetzes am Maßstab des Grundgesetzes vorzunehmen oder eben eines höherrangigen Bundesrechts. Was für ein Prüfungsschema haben wir jetzt hier grundsätzlich? Das heißt, wir haben ein Gesetz und dieses Gesetz, welches erlassen wurde, müssen wir jetzt grundsätzlich prüfen. Wir müssen prüfen zunächst einmal die formelle Verfassungsmäßigkeit. Wie ist dieses Gesetz zustande gekommen? So, und hier kommt jetzt unser ganzes geballtes Wissen zum Einsatz. Das heißt, wir haben die Gesetzgebungszuständigkeit. Und Leute, Gesetzgebungszuständigkeit, Gesetzgebungsverfahren, das haben wir zusammen durchgepaukt in 10 Videos. Ich weiß nicht mehr genau, welche Nummern das waren. Schaut's euch bitte an. Das muss komplett genau sitzen. Das wird jetzt hier auf, geprüft. Ihr prüft zunächst einmal das Gesetzgebungsverfahren, Gesetzgebungszuständigkeit. Wer hat grundsätzlich die Kompetenzen dafür gehabt, das Gesetz zu erlassen? Bund oder Länder? Ja? Schaut euch Artikel 30, 70 fortfolgende an. Gesetzgebungsverfahren, Artikel 75 fortfolgende Grundgesetz. Wurde das Gesetzgebungsverfahren gewahrt? Wurde das Gesetzgebungsverfahren gewahrt? Ist das Gesetz formell verfassungsmäßig herausgekommen? Okay? Wurde die Form beachtet? Ja gut, die Form wird meistens beachtet sein. Vor allem das Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz sollte hier beachtet werden. Ist aber meistens nur für die Grundrechte relevant. Für uns wichtig, Gesetzgebungszuständigkeit, Gesetzgebungsverfahren. Und das müsst ihr hier wirklich durchhauen. Da müsst ihr wirklich komplett reingehen und alles aufsaugen, was ich in diesen ganzen Videos vorher gesagt habe. Und dann wendet ihr das hier an. Selbstredend, wenn es da keine Probleme gibt, dann werdet ihr auch dazu auch nichts sagen. Klar, wenn es da gar keine Probleme zu gibt und kein Anhaltspunkt, dass irgendwas bei der Gesetzgebungszuständigkeit oder beim Gesetzgebungsverfahren falsch ist, dann sagt ihr da auch nichts zu. Dann erwähnt ihr nur ganz kurz, die formelle Verfassungsmäßigkeit liegt im konkreten Falle vor. So. Und dann kommt die materielle Verfassungsmäßigkeit. Und jetzt beginnt so der Teil spätestens, wo die Leute denken, okay, wie zur Hölle prüfe ich das jetzt? Das habe ich schon ziemlich oft wirklich erfahren und gesehen, dass Studenten bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit verzweifeln. Was prüfe ich da jetzt? Wie steige ich da ein? Wie werde ich das jetzt behandeln? Und hier eine kurze Anmerkung dazu. Nehmt euch Zeit, lest den Sachverhalt durch und schaut nach. Schaut nach, erstens, was für Hinweise werden euch gegeben? Was könnte kritisch sein? Das heißt, was könnte, weil in der materiellen Verfassungsmäßigkeit, da gibt es kein Schema. Da müsst ihr im Sachverhalt schauen, okay, welche Punkte sind konkret, verstoßen konkret eventuell gegen das Grundgesetz, welche Punkte verstößen gegen andere Bundesrechte, also meistens gegen das Grundgesetz, was kann ich in der materiellen Verfassungsmäßigkeit anbringen, damit die Begründetheit vorliegt? Das können alle möglichen Geschichten sein. Also da, ich habe euch jetzt hier eine kleine Aufzählung gemacht. Das ist jetzt eine Aufzählung, welche manchmal geprüft wird, manchmal auch nicht, ja. Das Verbot des Einzelfallgesetzes, Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Das heißt, dass Gesetze immer für mehrere Fälle gelten müssen und nicht nur für einen konkreten Fall. Das heißt, wenn ein Gesetz erlassen wird, das nur für einen konkreten Fall gilt, dann ist das verboten, das darf nicht sein. Das Gesetz muss für die Allgemeinheit gelten. Ja, die Verhältnismäßigkeit des Gesetzes. Was soll ich dazu noch sagen? Angemessenheit, Erforderlichkeit des Gesetzes, Zweck, Mittel. Schaut euch das nochmal an, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das Bestimmtheitsgebot, dass jeder Bundesbürger genau wissen muss, was mit dem Gesetz erreicht werden soll. Das Gesetz muss bestimmt sein. Es muss einen Kernpunkt haben. Es muss verständlich sein für den Bürger. Dann kann auch ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt geprüft werden. Das ist vor allem für die Grundrechte relevant. Für uns jetzt erstmal nicht.
Und. Das sind jetzt die Punkte, die standardmäßig abgeklappert werden müssen. Dazu gesellen sich noch ganz viele andere Probleme. Es ist egal, aus welchem Spektrum ihr das rausnimmt. Es kann ein Problem bezüglich des Demokratieprinzips geben. Es kann zum Beispiel ein Problem geben bezüglich der Wahlgrundsätze. Es kann ein Problem geben bezüglich des Rechtsstaatsprinzips. Ja, es können so viele Probleme drankommen. Ich habe im Heiligen Gral, ich glaube, bei Heiliger Gral hieß das, im Staatsrecht 1, der Heilige Gral heißt, glaube ich, das Video. Schaut euch das mal an. Da habe ich eine Auflistung gemacht, was ihr da grundsätzlich alles prüfen könnt. Okay? So, das soll es hierzu erstmal gewesen sein zur materiellen Verfassungsmäßigkeit. Wie gesagt, ich lade noch ein paar Videos hoch, wo ich die Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit nochmal zeigen werde, damit ihr einen groben Überblick habt, wie das Ganze funktioniert. Aber hier seid ihr wirklich auf euch alleine gestellt. Ihr habt hier leider kein spezielles Prüfungsschema, wie zum Beispiel im Zivilrecht oder im Strafrecht, wo ihr alles vorgegeben habt. Nein, hier müsst ihr selber, ja, selber für euch sozusagen das Problem wieder identifizieren und herausarbeiten. Da kann euch niemand, kein Schema der Welt helfen. Das solltet ihr wissen, aber verzweifelt nicht daran, sondern nehmt das als Ansporn, wirklich die materielle Verfassungsmäßigkeit zu rocken und gut zu lernen. So, eine kurze Anmerkung noch. Das Gleiche, was ich hier gerade geschildert habe, gilt auch für Rechtsverordnungen, nicht nur für Gesetze, sondern auch für Rechtsverordnungen. Die Rechtsverordnungen werden hierbei auf die Vereinbarkeit mit ihrer Ermächtigungsgrundlage überprüft. Was ist jetzt eine Rechtsverordnung, werden sich manche fragen. Nun ja, die Rechtsverordnung, ihr wisst ja, dass Gesetze werden grundsätzlich von der Legislative erlassen. Also von der Gesetzgebung. Die Rechtsverordnungen werden jetzt gemäß Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz nicht von der Legislative, sondern von der Exekutive, genau gesagt von der Bundesregierung oder von der Landesregierung erlassen. Das ist hier die Besonderheit bei Rechtsverordnungen. Und das kann natürlich nur dann passieren, wenn ein Gesetz die Bundesregierung oder die Landesregierung hierzu ermächtigt. Dieses Gesetz, welches Bundesregierung dazu ermächtigt, das wird dann auf die Vereinbarkeit mit der erlassenen Rechtsverordnung hin geprüft. Und im Grunde haben wir dann oben genau das gleiche Prüfungsschema, nur halt eben etwas abgewandelt für die Rechtsverordnung. Ich halte allerdings die Rechtsverordnung ja für relativ unrelevant für die Klausur. Ich denke eher, dass da ein Gesetz drankommen wird. Schaut euch auch nochmal die Rechtsverordnungen an, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Falls ihr jetzt noch Fragen habt zu dieser ganzen Konstellation, wie das Ganze geprüft wird, ja, materielle Verfassungsmäßigkeit, ich weiß, ist problematisch. Wir werden zusammen ein paar Fälle durchgehen, damit ihr da einen groben Überblick bekommt, wie ihr das zu prüfen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.